Und das ist die... Ach, jetzt fällt's mir ein, ich bin ja auch bescheuert. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier bei uns. Gibt's ja nun schon einige, die jetzt vielleicht gerade erst dazugeschalten haben hier bei uns. Ich verlinke euch mal unsere Playlist hier und unten, in der Videobeschreibung habt ihr das auch nochmal. Ja, ich bin heute Samstag hier allein, Alleinreiter. Oder obwohl nicht ganz. Stefan ist zwar nicht da, der muss heute woanders helfen. Aber das letzte Fenster wird endlich eingebaut. Eigentlich sind es ja zwei, also wartet mal. Ach nee, jetzt seht ihr das nicht. Genau hinter mir ist eigentlich unser Küchenfenster. Das soll auch ausgewechselt oder neu gemacht werden. Und das kommt heute nicht neu rein, aber endlich ganz, ganz oben das Fenster, was ja noch gefehlt hat, was wir leider uns irgendwie verzählt haben, das kommt heute rein. Ja, das war jetzt ein Akt gewesen. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen oder Monate das jetzt schon her ist, aber es gab dort Lieferschwierigkeiten, das Glas hat gefehlt und so weiter und so fort. Und jetzt endlich kann es weitergehen. So, ich guck mal, ob ich hier irgendwas noch so machen kann. Ich glaube, das eine Fenster wird ruckzuck eingebaut. Mein Plan war es halt eigentlich gar nicht auf der Baustelle, das war ganz spontan gewesen. Schauen wir mal, was heute noch passiert. Ich sehe gerade, die haben das Küchenfenster unten ausgebaut. Das heißt, es kommt doch das Küchenfenster. Das wusste der Stefan überhaupt nicht. Ach, dann ist das heute echt wieder Haken, alles erledigt. Geil. Ja, ich stehe jetzt hier gerade, wartet mal, in unserem Nebengebäude, sagen wir es mal so. Und hier sieht es natürlich chaotisch aus. Und weil ich jetzt hier mit den Wänden und das alles nie weitermachen kann, habe ich mir gedacht, mache ich mal ein bisschen Remi-Demi, ein bisschen ordentlich hier. Ja, und dann vermute ich mal, werden die schon fast fertig sein. So, ich würde sagen, machen wir mal los. So, jetzt sind sie schon wieder weg. Jetzt zeige ich euch mal das Ergebnis. Und zwar haben wir jetzt ein bisschen was anders gemacht hier bei den Fenstern. So, hier seht ihr erstmal das erste hier. Jetzt seht ihr auch hier diesen komischen, wartet, ich drehe euch mal um. Und hier haben wir das Schmuckstück. Endlich fertig. Sieht zum Glück genauso aus wie die anderen, auch von der Farbe. Hat noch ein bisschen Bammel gehabt beim Stefan. Und wer sich jetzt wundert, was das hier für ein rosa Band ist, um das Fenster rum, das haben wir nämlich nicht bei den anderen gehabt, das ist extra nochmal so ein Dichtband. Die haben ja so ein Kompiband, das haben sie sowieso ja genommen. Und das haben wir jetzt nochmal extra gekauft gehabt und denen gesagt, dass sie das bitte bei den zwei letzten Fenstern noch machen. Wäre schön, wenn sie es bei den ersten auch gemacht haben, aber da müssen wir uns noch ein bisschen was anderes einfallen lassen. Na gut, gehen wir mal in die Küche. Und ja, ich sag's euch, das Fenster ist perfekt. Manchmal muss man einfach weniger machen, denn weniger ist mehr. Das passt auf alle Fälle zum Küchenfenster. Ich drehe euch wieder mal. Ja, und das ist jetzt das Küchenfenster. Ich würde es euch gerne eigentlich von draußen zeigen, aber wir haben ja draußen die Plane. Geht also nicht. Aber wie ihr schon sehen könnt, es ist echt mehr Licht, was hier reinkommt, schon trotz der Plane davor. Ich zeige euch mal das andere Fenster nochmal, wer es nicht weiß. Das hatte zwei Sprossen noch in der Mitte gehabt. Das jetzt nur noch eins. Und dann die ganzen Fenster drin, die hatten ja dann auch nochmal hier oben diese Sprossen. Was ich an sich nicht schlecht finde, aber es hat einfach zu wenig Licht hier reingebracht. Das war wirklich so ein Fail gewesen von uns hier. Naja, muss man glaube ich alles mal mitnehmen. Draußen regnet es jetzt. Es trippelt. Und ich habe gerade festgestellt, das Mikro rauscht irgendwie, nachdem ich mir jetzt gerade mal die so rückwirkend angeguckt habe. Ich hoffe, das ist nicht beim anderen Vlog. Ich muss ja noch schneiden. Oh. Meine Güte. Jetzt habe ich meine Zweitkamera mit, die wir uns zum Glück geholt haben und mit der wird es jetzt hoffentlich besser gehen. Ja, jetzt die Seite hinter mir, ne? Die ist ja nun fertig, sauber gemacht. Und hier auf der Seite muss ich das ganze Regal alles wegstellen. Das werde ich, glaube ich, hier so
hinräumen, hier so ein bisschen in die Mitte, weil der Stefan will ja dann weiter den Lehmputz hier ranklatschen, auch in den Raum, also kein Kalkputz, sondern wirklich alles mit Lehm. Und deswegen räume ich das jetzt einfach mal ganz schnell weg. Und dann ist für mich schon Feierabend, habe zu Hause noch ein bisschen was zu tun. Und ja, allein auf der Baustelle ist natürlich auch nicht so schön. Deswegen das nochmal schnell und dann geht's Abi. Jetzt ist die Ecke wieder schön sauber und eigentlich wollte ich ja gehen, stimmt's? Aber jetzt kann ich die Dreckecke hier nicht mehr sehen. Dort hinten ist so dunkel, sieht man gar nichts. Das heißt, ich werde jetzt hier wenigstens nochmal schnell kehren und dann geht's rein. Hallöchen, ich bin's mal wieder. Ja, ich war jetzt, also wir haben erstmal ganz kurz, wir haben jetzt schon Dienstag und ich war jetzt 3 Tage nicht auf der Baustelle. Genau, am Samstag war ich woanders arbeiten, ein paar Pflasterarbeiten erledigen. Sonntag war, ja, wie soll ich sagen, chillen angesagt. Und am Montag gestern waren wir mit dem Felix mal an den Pilze gewesen, weil die relativ gut wachsen. Wir haben sogar was gefunden. Allerdings viel malig, aber muss auch mal sein, mit den Jungen was zu machen. So, Samstag hat ja die Anne sicherlich aufgenommen. Wir haben unsere neuen Fenster bekommen. Ich sehe die heute zum ersten Mal, wie sie eingebaut sind. Sehr schön. Endlich wieder ein Haken. Jawohl. Ja, was ich leider jetzt schon beim ersten Baustellengang festgestellt habe, hatte ich letztens in dem Video schon mal erzählt, macht sich schon bemerkbar, wenn man 3-4 Tage kenne auf der Baustelle ist. Ja, und zwar das Thema Lüften, wenn man zu dick Lehm aufträgt. Genau. Also ich muss doch feststellen, dass du hier an der Wand, und zwar gerade im unteren Bereich, ich zeige euch das mal, diese weißen Stellen, die ihr hier seht, das sind ganz feine Schimmelsporen. Also hier unten ist es nicht mal gerade wenig. Ja, hier zum Beispiel, das sind alles feine Schimmelsporen. Wie ich damals schon erzählt habe, wo ich gelesen habe, im World Wide Web, also wenn der Lehm zu dick drauf ist und du hast nicht genügend Luftzirkulation und das ist einfach zu feucht, dass halt das dann passieren kann. Wobei es nicht schlimm ist, das kehrt man dann runter, habe ich zumindest gelesen. Ich hoffe, das stimmt auch so. Aber ich habe jetzt immer mit der Hand versucht, das wegzuwischen. Also es geht ganz gut weg. Tja, das wird sich wahrscheinlich erst machen lassen, wenn das wirklich fast durchgetrocknet ist. Ich habe jetzt den Ofen schon wieder angefeuert, dass wir hier ein bisschen Hitze reinkriegen. Tür ist offen, Fenster ist offen. Vielleicht muss ich die anderen Fenster auch noch aufmachen. Ist zwar ein bisschen ärgerlich, weil wir die alle so schön abgeklebt haben. Aber ich denke mal, wenn ich heute zum Feierabend abhauen wäre, werde ich hier alle Fenster aufreißen, dass hier wirklich schön die Luft zirkuliert, obwohl draußen weht nicht wirklich ein Windchen. Also naja, so ist es. Was habe ich heute geplant? Ja, ich habe geplant, ich werde hier hinten meine Wand noch vorbereiten für den Lehmputz. Das heißt, lose Stellen werde ich noch den Putz abklopfen. Dann würde ich gerne etwas größere Stellen, die würde ich richtig mit Zementmischung zuschmieren. Da würde ich jetzt nicht unbedingt Lehm reinmachen, weil er jetzt nicht doch, weil er nicht so hart wird wie eigentlich Zement. Gerade hier über dem Türsturz ist schon gut, wenn das ein bisschen brummt. Das will ich machen und dann werde ich hier oben, da kamen letztens auch schon ein paar Fragen gewesen, warum wir hier oben den Teil freigelassen haben mit dem Granit. Wenn der Granit bis ganz hoch gegangen wäre, hätten wir es wahrscheinlich so gelassen. Aber wir haben hier oben diesen Pseudo-Ringanker gegossen und da sind wir letztens einfach, die Einheit hat ja die Wand gemacht, die sind wir einfach nicht rangekommen. Wir haben erstmal gesagt, bis dorthin, weil dort ist genau so ein komischer, naja, so ein Absatz, weil damals das Gewölbe auf der Decke genau aufgelegen hat. Wir machen jetzt keine Gewölbedecke mehr rein, haben wir uns entschieden. Die Zeit haben wir einfach nicht. Ja. Ärgert mich zwar, weil das sieht schon geil aus,
Aber die eine hat wahrscheinlich recht, hier in so eine Gewölbedecke reinzufummeln. Das springt dann wahrscheinlich durch den Zeitraum. Weil wir müssen ja die Heizung hier reinkriegen. Wenn ich jetzt anfange, hier Gewölbedecke reinzuballern, egal. Deswegen lassen wir den Absatz und putzen dort einfach auch mit Leben bis hoch. Und das will ich heute auf alle Fälle anfangen zu machen. Ja, gut. Ich lege jetzt noch einen Scheitel Holz nach. Und dann werde ich mich hier an die Granitwand begeben. Ich denke mal, das kennt jeder. Meistens kommt es anders, als man denkt. Ich bin gerade hier dabei, die Wand schick zu machen und sind mir erstens zwei Sachen eingefallen. Und zwar die erste Sache ist, das ist ja eine ihre Waschhauswand oder Hobbyzimmerwand, weiß ich, ja. Du willst so laut sagen, sonst hört es noch. Und die braucht doch hier in der Wand Steckdosen. Wir haben uns damals extra angezeichnet. Eine Steckdose sollte in die Ecke, da habe ich schon freigemacht. Zum Glück ist hier so eine Vertiefung vom Granit, da passt die Dose perfekt rein. Dann sollten zwei Dosen da sein. Passt von der Höhe auch direkt, weil hier waren Granitsteine zu weit draußen. Und ich habe gesehen, dass so ein riesengroßes Mäusenest war. Habe ich natürlich den ganzen Mist weggemacht, weil das braucht kein Mensch, diese ganze Kacke und was da alles drin ist. Und dann seht ihr, glaube ich, hier noch so einen leichten angemalten Fleck. Hier wollte sie auch eine Steckdose haben. Habe ich gerade mit einer abgequatscht. Da kriegt sie keine Steckdose. Da mache ich hier nämlich eine Dreier-Steckdose. Hier wird alles schick und fein gemacht. Das heißt, die Dosen für die Steckdosen kommen unter Putz. Also muss ich irgendwie versuchen, ein Loch reinzumachen. Macht sich in der Granitwand natürlich extrem schlecht. Deswegen bekommt sie dort keine Steckdose. Und hier hinten auf der anderen Seite, was unser ganzer Heizungsraum und das Ganze wird, da machen wir es ja rustikal. Da kommen dann die Kabel aufputz, die ganzen Heizungsleitungen aufputz, die Dosen aufputz. Erstens ist es rustikal. Und zweitens, wenn man irgendwo nur mal was macht, was man braucht, ich habe auch keine richtige Ahnung, jetzt wegen der Heizung, manchmal brauchst du dort eine Steckdose für die Pumpe und dann macht man vielleicht nachhinein noch irgendwas mit da und da. Da ist das schon ganz gut, wenn man irgendwie noch an die Sachen rankommt. Also wird das heute mit der Sache, die ich da drüben vorhatte, mit diesem Lehm oberhalb der Lehmwand, die wir letztens geputzt haben, wo noch das Granit zu sehen ist, das wird heute nicht mehr. Genau. Denn ihr werdet es nicht glauben, ja, meine Geheimwaffe, der Axel, der war jetzt 2 Wochen in Kroatien und ich hoffe, der hat sich gut erholt. Ich will ihm heute nämlich einen Überraschungsbesuch abstatten, ja. Und mal gucken, ob er sich genauso freut, wie ich es tue, ihn wiederzusehen, denn es gibt genug Arbeit, genau. Also ich habe jetzt hier so viel Mischung in das Loch reingehauen, das ist jetzt wirklich ganz kurz davor abzusacken und rauszufallen. Also ich lasse das jetzt so, wie das ist. Ich packe das hier definitiv nicht an und jetzt gleiche ich den Rest. 96,5. Scheiße. Die anderen Steckdosen haben wir alle bei 1 Meter. 96. Aber da sieht kein Mensch. Obwohl, wie hoch ist denn so die Arbeitsplatte? Mist. 96. Mist. Ich muss höher. For
Tja, leider mal nicht das geworden, was ich mir gewünscht habe, denn ich hau jetzt ab von der Baustelle. Ich muss noch was besorgen, der Felix braucht morgen was für die Schule, aber die Dosen sind drin, die Wand ist soweit vorbereitet und morgen bin ich wahrscheinlich gar nicht hier. Naja, mal sehen. Auf alle Fälle, das kriegen wir die Woche noch fertig mit dem Lehmputz, da habe ich gar keine Probleme, gar keine Bedenken. Also, ich bin jetzt unterwegs zum Axel, um festzustellen, ob er sich halt genauso freut, wie ich es tue, ihn wiederzusehen, nachdem er sich nun 2 Wochen schön erholen konnte, von der Baustelle als auch von mir. Ja, mal gucken, wie seine Reaktion ist. Ich bin gespannt. Also das Riesenbaby namens Nico ist schon mal da. Gucken, wo der Rest ist. Ja, Stefan! Was ist hier? Was denn mit dir? Ja, los, beißen in die Eier, sag ich. Mensch, ja. Axel! Ja, was ist hier? Na, freust du dich, mich zu sehen? Nee, ist überhaupt nicht. Sag ich, ich war gestern auf der Baustelle, du Dreckschlimmer, warst überhaupt nicht da, sag ich dir. Und dein beschissenes Schloss habe ich kaum aufgekriegt. So ist er. Hallihallo, am Mittwoch geht's wieder weiter. Also, wie ihr sehen könnt, die Wand habe ich gestern soweit vorbereitet, dass wir hier Lehmputz machen können, aber jetzt bin ich schon wieder am Hadern, weil ich habe euch ja gestern gezeigt, hier das Bild mit dem Schimmel. Also es ist wirklich nur bei dem Granit im unteren Bereich, der generell dort unten sowieso schon durch die Bodennähe wahrscheinlich eh schon relativ kalt ist und schlecht zieht, wenn ich mir das so anschaue. Also es hat sich definitiv nicht verschlimmert von gestern zu heute, aber gut, es war ja auch bis 24 Stunden Unterschied. Jetzt soll die eine mal einen Lüfter mitbringen, dass wir hier vielleicht die ganze Trocknung ein bisschen beschleunigen. Allerdings auf einem ordentlichen Maße, ohne dass es reißen tut. Weil der Lehmputz ist ja jetzt gut schon über 1,5 Wochen hier an der Wand dran. Und von außen fühlt er sich eigentlich relativ schon hart an. Aber wie gesagt, ist halt noch nicht ganz durchgetrocknet. Und wir wollen mit einem Heißlüfter hier ein bisschen schon mal die Ecke beschleunigen, weil gerade da hinten in der Außenecke ist es halt doch schon ein bisschen mehr als hier vorne. Hier vorne, muss ich sagen, geht es eigentlich. Aber bevor uns die nächste Wand noch anfängt anzuschimmeln und die Wand, sind wir jetzt schon wieder am Überlegen. Eigentlich wollten wir ja hier bei Anne ihrem Waschhaus nur die Wand, die ich jetzt schon hier vorbereitet habe mit dem Kalkputz, die wollten wir eigentlich lassen und die anderen beiden Wände wollten wir gleich mit Lehm durchziehen, weil es lässt sich halt auf dem Granit richtig gut verarbeiten. Aber naja, jetzt ist halt die Sache, ich werde wahrscheinlich jetzt mal meine Lehmwand erstmal nur ein bisschen unter den Doppel-T-Träger ziehen, wo die Wand sowieso hier dazwischen kommt, um dann immer noch zu entscheiden, naja, wie gehen wir jetzt hier weiter vor, ob wir das mit Lehmputz machen oder nun doch mit Kalkputz. Weil im Winter, wenn das hier mal richtig knacke ist, dann Granit ist ja einer der besten, einer der schlechtesten Wärmespeicher überhaupt, weil der nimmt ja übelst, also kannst du ja vergessen. Ja, hier kommt zwar der Heizungsraum rein, also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass hier in diesem Raum nichts passieren wird, weil hier sitzt eh die ganze Heizung, die läuft die ganze Zeit ununterbrochen. Du hast die Pufferspeicher hier drin, dann dadurch, dass wir die Tür relativ großartig nutzen wollen zum Rein- und Rausgehen, hast du immer wieder schön Frischluft. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dann hast du hier die Holzpellets, die werden ja auch nur ein bisschen Feuchtigkeit, wobei das wieder schlecht ist, aber ein bisschen Feuchtigkeit werden sie auch aufnehmen. Dann werde ich sicherlich irgendwo ein bisschen Holz stapeln, dass ich immer wieder was vorrätig habe, was ja auch wieder Feuchtigkeit aufnimmt. Ich gehe mal davon aus,
das sagt mir mein Herz und mein Bauchgefühl, dass hier nichts schimmeln wird, aber vielleicht in den Ecken, in den Außenecken vielleicht ein Mitzemühe, trotz dessen hier im Winter die Heizung drin ist. Mal sehen, wie das jetzt sich verhält. Wir werden jetzt mit dem Ofen ein bisschen beschleunigen und ein bisschen den Heizlüfter reinstellen. Vielleicht ist es auch bloß die Wand, weil ich gucke mir nämlich gerade die andere Wand an, die wir letztens hier schon gemacht haben, wo oben das bisschen mit dem Granit noch fehlt. Und wenn ich hier von Weitem so gucke, ich muss da mal den Scheinwerfer holen, die sieht eigentlich tipptopp aus, verstehe gar nicht, weil das ist eigentlich die Wand, die Richtung von diesem komischen Fluss ist. Und das ist die, ach, jetzt fällt es mir ein, ich bin ja auch bescheuert. Ja, ich weiß, warum die Wand schimmelt. Ha, wir können doch den Lehmputz durchziehen, weil ich habe mich schon gewundert, ich hole euch mal einen Scheinwerfer her. Tja, ja. Ich kann euch nur sagen, Jungs und Mädels, wenn ihr irgendwo Schimmel habt, denkt immer an die Feuchtigkeit. Denn ohne Feuchtigkeit kein Schimmel. Denn dort drüben an dieser Wand, ich gehe mal kurz hier rum, die eigentlich Richtung diesem Fluss ist, hast du wirklich nur ganz vereinzelt auf der ganzen Fläche ein paar weiße Punkte, sehe ich jetzt. Wirklich nur vereinzelt. Wobei, ist das vielleicht sogar nicht sogar Staub? Nee, es könnte doch. Man müsste mit der Lupe mal rangehen. Also wirklich mal ab und zu mal einen Punkt und du hast schon Stellen, wo man sieht, weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, die sind schon relativ hell. Gut, jetzt habt ihr den Schatten hier, ich gehe mal so weg. Die sind schon relativ hell, wo es schon trocknet. Ja, bei der Wand hier drüben, da zieht sich fast bis hier hoch mit diesem weißen Film. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Unten ist es am schlimmsten, nach oben wird es immer weniger. Und jetzt fällt mir gerade ein, ich bin da total bescheuert. Hier oben ist ja gar kein Dach drauf. Die Deckenplatten liegen mit dem Gefälle genau in die Richtung. Und wenn das hier schifft und regnet, ist ja hier drüben gar kein Dach hinter dran. Das heißt, hier drüben ist auch keine Drainage, nichts, was ja auch noch von mir irgendwann mal gemacht wird, dran. Das bedeutet, dass hier die Wand sowieso die nasseste Wand überhaupt ist, weil das ja hier schifft und das läuft alles hinter. Und dahinter ist das Erdreich richtig schön feucht. Das heißt, der Granit kann richtig schön das bisschen Wasser saugen kann, beziehungsweise die Fugen zwischen dem Granit sind mit Sicherheit klitschnass, deswegen trocknet diese Wand extrem bescheiden. Und bei der Wand sieht man wirklich nur ganz leise mal, also ganz leise, ganz wenig mal ein paar Punkte wahrscheinlich da, wo wirklich dick aufgetragen ist. Ja, deswegen ist das bei der so schlimm. Gut, siehste, haben wir wieder was. Nicht abgehakt, aber eventuell ein Fehler im System gefunden. Ja. Gut, Helga. Also, ich werde jetzt die Lehmpampe anrühren und mache jetzt die Wand hier fertig. Die Anne will sich jetzt mal schlau machen im Internet wegen Feuchtigkeit und Schimmel und was man dagegen tun kann. Ich habe zwar schon ein bisschen was gelesen mit diesem Sumpfanstrich und dann Kalkanstrich, aber ich habe eine Lehmwand, da will ich ja nicht irgendwie Kalk drauf bringen. Also muss ja nicht unbedingt sein. Hallöchen, hab gerade geschaut, der Stefan hat euch ja voll gequatscht über unsere Problematik hier. Ich habe mich belesen, was wir machen können und ich habe mir das jetzt erstmal überhaupt angeguckt und ganz ehrlich, ist zwar nicht gerade schön mit dem Schimmel, aber wir brauchen keine Panik machen. Zum einen kann man das wirklich erstmal noch gut abputzen oben, oberhalb, also das soll natürlich nicht reingehen, der Schimmel. Lüfter, ja, hier unten. Ich habe einen alten Lüfter mitgebracht, der ist jetzt hier an, extra für die Ecke. Mal gucken, was das bringt. Der Ofen ist ja an und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wenn es wirklich ja, gar nicht besser wird, das Ganze, kann man das mit hochprozentigem Alkohol einschmieren oder mit Spiritus. Den habe ich sogar hier mit, aber das machen wir heute nicht. Ich habe gedacht, das ist noch schlimmer, wenn es wirklich nicht weggeht. Wie gesagt, kann man es damit machen. Ansonsten schauen wir uns das jetzt einfach mal an, was passiert. Und ja, vielleicht ist es euch schon mal sowas passiert. Kann ja auch sein, dann schreibt doch einfach mal in die Kommentare. Aber ich vermute mal, wenn wir hier eine Dachrinne randengeln, dann wird das schon funktionieren, das Ganze. So, aber ich möchte jetzt ausschauen mein Fensterbrett und dann nehme ich euch natürlich mit. Du Stefan, weißt du was? Ich glaube, das zieh mal durch. Also nie bloß bis hier, sondern auch wirklich hier die ganzen anderen Wände. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, oder was? Ja, würde ich so sagen. Ich finde die Wände jetzt nicht schlecht und ich habe das ja jetzt abgeputzt hier alles. Oder alles nie, das seht ihr hier gar nicht, aber dort da hinten die Ecke, das geht gut ab. Gut, hier unten haben wir den Fußbodenbereich, da sind wir nochmal 20 cm höher als der Heizraum. Ja. Naja, und das ist ja auch noch hier so eine Innenwand. Die stört ja überhaupt nicht. Das ist ja wirklich eine Außenwand. Ja. Wisst ihr was, kannst du nicht mal hier reintragen, das Fensterbrett? Das schaue ich hier aus. Ne, draußen regnet es. Ey. Das ist natürlich nass. Mimi.
Toll, jetzt ist meine Hose nass. Das sieht aus wie ein Gesicht. Oh, hier. Wenn ich eingepisst hätte. Bis auf die Buchse. Geht weiter, ja, genau. So, jetzt ist es nass hier. Na toll. Halt's mit fest. Das kommt hier links mal ans Fenster rein. Ey, das ist so glatt. Guckt euch das mal an, das spiegelt richtig. Hier muss man nichts mehr polieren oder so. Hier, pass mal auf. Versiegelt, fertig. Pass mal auf. Oh, wie das rutscht. Cool. So, da haben wir mal den Vergleich hier. Unseres und vom Axel. Axel ist jetzt heller, aber gut, das hat noch nichts zu sagen. Muss man mal schauen, ob das noch heller wird oder nicht. Das ist nicht, Stefan, das ist nicht ganz so glatt. Und du hast hier, hat zu wenig geklopft. Das ja, gut, das kann man ja. Das kann man dann nächstes Mal besser machen. Ich wollte gerade sagen. Hier ist der Opa so nicht, aber das ist ja. Ja, aber das finde ich nicht schlimm. Nee. Aber ich finde das schon recht dunkel hier. Also mir gefällt eigentlich das Hellere besser. Ja, gut, das sieht ja jetzt schon aus fast wie Granit, ne? Das sieht doch echt aus wie Granit, ja. Das wird definitiv noch heller. Müssen wir aber wirklich mal gucken. Du hältst das Gleichgewicht. Boah, wenn die jetzt runterfliegt. Ich glaube nie, dass die dort mit den Keilen jetzt dort hochpasst aufs Fensterbrett. Oh, hier ist er auch ausgemauert. Dürfte theoretisch auch nicht passen. Nee, hab ich ja gesagt. Das hättest du ja sehen müssen, Mensch, Liebe. Passt nie. Mann, du bist ein Pfiffi, ey. Nee, weißt du was? Es geht Mensch, nicht. Mensch, Holger. Nee, ich sag einfach, nee, hol die Böcke her und leg sie da zum Trocknen drauf. Ja. Nee. Alle Fenster sind hier so schön. Ich wollte dort vor, nee, wir machen das hier an das Fenster. Also das stimmt, ja. Pfiffi. Mann. Reg dich ab, ich mach das Fenster ja, tu ich ja vorbereiten. Ja, das ist das dritte Fenster jetzt. Was wollte ich da bloß, dass du die Fensterbretter sauber machst? Oh, okay. Oh, wir hatten den Kompressorkessel hingestellt. Ne? Ist es hoch? Das ist aber leise. Schon mit ein paar ländlichen Leise immer. Und, was sagt der Chef? Also ist mir jetzt noch zu dunkel, aber wie gesagt, es muss ja erstmal austrocknen, richtig. Mal gucken. Also von der Fläche her, super. Gefällt mir. Man muss halt bloß gucken, wie man es dann hier unten, also dass es unten ordentlich aussieht auch. It's a Monday kind of feeling on a Tuesday afternoon. I can hear Wednesday calling, but then Thursday comes too soon. And by Friday, I'm ready for a Saturday affair. 'Cause on Sunday, I'll be happy. The afternoon is here. It's a Monday kind of feeling on a Tuesday afternoon. I can hear Wednesday calling, but then Thursday comes too soon. And by Friday, I'm ready for a Saturday affair. 'Cause on Sunday, I'll be happy. The afternoon. Hallöchen, seid gegrüßt. Wir haben schon wieder Donnerstag und ja, wir haben es 6:30. Ich bin jetzt erst auf der Baustelle, wie gesagt, aber allerdings nicht 6:30 früh.
sondern 6:30 abends. Also das, was ihr jetzt seht, das ist schon wieder ins Dunkelwerden hineingehend. Ja, wie sagt man so schön, nachts oder nach Feierabend werden die Faulen fleißig. Ja, so ist es halt bei mir, aber ich war allerdings bis um 5 auf Arbeit gewesen. Dann war ich nochmal ganz kurz beim Axel, Lagebesprechungen machen, was die Woche noch so anliegt oder allerdings nächste Woche und ein paar Tipps. Achso, dann haben wir mit dem Axel noch einen Dachrinner eingeladen. Der hat noch alte Reststücke Dachrinne für mich, die er nicht mehr braucht. Die habe ich natürlich dankend angenommen, weil das soll ja schließlich hier ein günstiger Hausbau werden. Gerade jetzt in der jetzigen Corona-Zeit, wo alles hier Inflationsrate habt ihr ja selber mit, oder kriegt ihr ja selber mit, es wird alles immer teurer, teurer. Also wenn du mich fragst, hier haben alle eine Schacke dort oben, aber na gut, wahrscheinlich alles hausgemacht. Aber das ist ein anderes Thema. Hallo, seid gegrüßt. Wir haben es Freitag. Die Woche ist schon wieder zu Ende. Die Woche ist nicht ganz so viel passiert. Ja, Anna hat Steuererklärung gemacht und naja, ich war relativ allein auf der Baustelle. Aber nächste Woche wird hoffentlich mehr passieren. Da ist der Axel auf alle Fälle wieder mit am Start. Der war ja im Urlaub gewesen, ist zwar die Woche auch schon wieder da, aber ich habe ihm gegönnt, zu Hause etwas zu machen, weil bleibt ja auch was zu liegen. Der hat auch ein Haus und allem drum und dran. Mal gucken, was wir die nächste Woche so Schönes machen. Ich muss jetzt allerdings weg. Ich habe woanders noch zu tun. Ich bin jetzt nur kurz da hier, um bisschen anzufeuern, damit der Lehmputz ein bisschen schneller trocknet. Und deswegen sage ich für die Woche, macht's gut, tschüss und bleibt gesund.